Aber was können wir denn für Musik hören hier? Jetzt langsam haben wir natürlich hier schon alles durch, was es musikalisch gibt. Hier mal die Dark Blues Playlist. Okay, so. Wir spielen ein gigantisch starkes Game hier. Ne? Das wird's unser Win. Wir brauchen jetzt 3 Wins in Folge, damit ich wieder glücklich bin, Leute. Können wir das schaffen? Oder verlieren wir jetzt noch 10 in Folge und gehen für die Solo-Performance? Das ist die wichtige Frage hier. Gehen wir Richtung Solo? Hier 20 Loses in Folge oder kommt jetzt der Winstreak rein? Jetzt habe ich extra. So, you ask for it, I give you it, and then you go top. What? I can top. What the fuck? So. Ja. Dann gebe ich dem aber keinen Pull hier, ha? Als Midlaner. Boah, ich bin so wütend, ne? Okay. Strecken wir uns einmal in jede Richtung. Ich bin die LP. Jetzt habe ich keinen Ignite dabei. Oh, der Snipe. Let's go. Die erste Harpune. Und boom, Junge. Boom. Mit dem Kaltstart. Okay. Nice Disrespect, Bruder. Du bist auf der falschen Lane für den Kaltstart hier. Okay, das war terrible. Warum schieße ich auf ihn und nicht auf Minions? Krasse. So. Okay, der hat Kall. Das ist mit Level 3 sind wir bei dem, glaube ich, im Gesicht, oder? Sein bereits tot. Könnte das auch noch bitte kommen, der Schoko, ne? Die Ignite könnten wir den so easy all in. Ne? Ist echt ärgerlich, weil wir dann den Nimbus Cloak Frog noch hatten. Oh mein Gott, was? Dafür können wir mit TP jetzt hier back to base gehen und in die Mitte porten. Also very good, guys. Ja, klasse. Das kann weh. Vielleicht können wir seinen Flash. Schade. Ja, wenn der Udi auf ihn drauflöscht, können wir den dann sogar bursten. Ist okay. Game sieht bis jetzt sehr, sehr schlecht aus für uns. Ich hätte da auch. Also, ich muss halt eigentlich im Early einen Kill kriegen in dem Matchup, ne? Ansonsten haben wir Scaling-Sorgen. Aber das könnte jetzt sehr gut werden hier. Vielleicht werden sie hart verlieren, die Gegner.
Schnipp, schnipp. Let's go. Schnipp, schnipp. Nice, nice, nice. Wave langsam zu uns bouncen lassen hier. Okay, und trötet sie sie komplett an. Klasse, klasse. Top 10 geschafft? Nee, noch nicht. Wir sind aktuell Rang, ich glaube 42 oder so bin ich aktuell, wenn ich mich nicht täusche. Irgendwie 42 rum. Sie ist jetzt ziemlich free under my shop. Stell euch vor, hier die Gnade. Bei solchen Sachen, da kann ich immer einfach drauf blusern noch hin. Ich glaube jetzt zum Thema der Sanfti Wave zu uns zurück, aber wir haben dafür einen exzellenten Trade gekriegt, nehme ich an. Der verliert eine Menge Last jetzt hier auch gerade. Wir sind in einer guten Position. Okay. Also, was wollen wir jetzt machen? Wir müssen wissen, wo der Shaco ist. Das ist wichtig. Und dann fahren wir dem ins Gesicht hier. Shaco ist wahrscheinlich unten, ne? Der ist nicht unten. Warum ist der nicht unten? Das ist ein Double. Easy peasy lemon squeezy. Nur ein Single-Dingle. Die hatten alle Sams noch ab? Die hatten alle Sams, nachdem die die dreimal gekillt haben? Was? Hm. Blitz hatte keinen Flash. Achso, ja, trotzdem. Aber du kannst. Wie sind denn die gestorben? Was? Also, wie können die denn da gestorben sein? Weißt du, was ich meine? Nee, ihr wollt da immer die eine Platte sterben lassen, damit der Korgi die nicht nehmen kann. Wie soll denn das passieren, dass du da stirbst gegen? Oh. Das wird mir anscheinend Turbulus zu sein, ha? Huh? Sofort wieder Botrom, wir müssen denen halt irgendwie helfen, wenn die so gestompt werden. Wieder Richtung Mitte. Let's go. Vielleicht ist sie dann muss oben gerade aufpassen. Eine Wave. Das ist auf jeden Fall eine sehr stabile Mitte bis jetzt. Wir konnten uns schon so oft aus der Lane lösen. Wir haben trotzdem noch ein CS-Advantage. Eine sehr grundsolide Mitte bis jetzt, ja. Das ist Blitz gerade hier. Und die wollen wir jetzt weiter ausbauen. So. And it's package in Abyss, der Korke. So. Also, ja, schlecht. Und so viel Damage. Nice! Okay, okay, Botlane, okay. Pretty good, pretty good.
doing it, you're doing it. Hier gewinnt der mittlerweile schon, ne? Na gut, ich war noch nicht besen, ja. Oh mein Gott, was, wie hat denn die Ulti nicht einmal geklippt? Wenn die Ulti muss ihn nur klippen, ne? Wenn die Ulti ihn klippt, kann ich ihn töten da. Kann anflashen, QW ist tot. Ich hab keine Ahnung, wie die Ulti ihn nicht geklippt hat da. The fuck? Die muss nur einen Tick muss sie nur auf ihn bekommen. Also zumindest für einen Tick drauf. Ich meine, klar, die war seitlich daneben. Aber. Das ist ein Desaster. Bommi. Never resetten sollen und botporten. Ah, ich inter. Nu. In 18 Sekunden kann ich runterporten. Ah, okay, Quent portet schon runter. Muss eh nicht runterporten. Das ist so bad. Das ist einfach so bad, manche Sachen von mir zurzeit. Ja. Der ist aber tot jetzt, oder? Tank doch! Tank doch! Auto! One hit! What? Alter! Ey, ist das disgusting, ey. Okay, let's go. Ja, das ist jetzt terrible, ne? Das ist jetzt terrible. Der Korg ist so weit ahead jetzt Mitte. Wird uns sehr schwer tun, hier zu lane gegen den. Wird uns sehr, sehr schwer tun, noch zu lane. Der kann jetzt einfach überrennen für eine ganze Weile. Normalerweise sollte das Matchup so ausschauen, dass wir halt das Early Game sehr, sehr hart dominieren, ne? Und dann irgendwann outscalen uns natürlich, aber wir sollten da jetzt noch nicht da sein. Na gut, na gut, na gut. Let's see. Dann hier Toplane schnell, oder? Also, das ist, ich weiß nicht, das ist schon wieder so Multi-Creep hier alles. Vielleicht können wir wenigstens den oben killen. Wenn der das überlebt hätte, ne? Fuchs-Service weg gewesen. Für uns, gut für uns. Kannst ja auch für Platten spielen. Müssen heaten, ne? Ist hier noch eine Platte? Schon, oder? Noch ein bisschen nah. Ja, Botlane wird halt komplett gecrushed. Wir haben schon so viele Plays Botlane gemacht und die werden so gecrushed, ne? Ja, we got this, we got this, we got this. In the back, in the back, in the back. Nice, actually. Okay. Der Tier 3, das ist nicht aufgegangen für die Gegner. Kriegen hier auch der Turret oben, sehr gut. Der hat keinen Flash mehr, der Orn. Problem ist, dass der Corki ist halt jetzt, der hat einen fucking Killing Spree auf Corki im Early Game. Das ist ein ziemliches Desaster, muss ich sagen. Was soll ich denn nehmen hier? Der hat 10 CS pro Minute, Kal Manamune Corki mit 3-0. Ach du Scheiße, ey. That's gonna be a rough one. Mit einem fucking Orn auch noch.
umtöten. Theoretisch. Er hätte hinterher gehen müssen, damit wir den töten können, logischerweise. Au, hätte ulten sollen, my bad. Hätte nicht gedacht, dass er mich one-hitten kann. Der Orn. Nicht schlecht. Hätte nicht gedacht, dass er mich one-hitten kann. One-hitten. Warum Nighthawk ist da auf Rumble? Das ist einfach besser als alle Alternativen. Du kannst theoretisch sagen, dass du Rocket Belt gehen könntest auf Rumble, aber Rocket Belt ist einfach ein Schmutz-Item. Also die Active von dem Item ist so bad. Das heißt, du hast keine wirkliche andere Alternative auf Rumble, was du bauen kannst, weißt du? Gehst du bitte nicht rein, ey? Also du kannst... Eigentlich, es gibt halt keine Alternative für Rumble, was Item angeht. Natürlich hast du auf... Also du kannst halt sagen, dass du auf Night Harvest, da hast du den Nachteil auf Rumble, dass er dir Ability Haste gibt, was sehr schlecht ist für Rumble, keine Frage, das ist sehr schlecht für Rumble. Du bist kein Ability Haste auf dem Champion. Aber das ist trotzdem einfach so viel besser. Weil du... Oh shit, wir sollten schnell umgehen. In zwei kann ich defend. Pflanze ab. Scheiße, dass wir den... Wir müssen halt den töten, den Korgi, der ist 1000 Gold wert. Der muss weg. Das war huge für uns. Good job. Da gibt's mal einen Good Job für sogar. Ja, das ist halt einfach... Ich meine, Rocket Belt ist einfach kacke. Oder findet ihr, Rocket Belt fühlt sich gut an als Item, den zu haben? So? Der ist einfach schlecht. Oh, das Tor von dem. Und da wird er gehuckt. Aber ich glaube, sie können ihn nicht ganz töten, oder? Crazy. Da wäre es so schön gewesen, wenn die ihn hucken. Riftmaker? Nee, Riftmaker ist nicht für Rumble. Du willst schnellen Burst haben und Riftmaker ist ja praktisch so ein Bruiser-Item, wo du lange im Fight sein musst. Ich glaube, Riftmaker kannst du nur auf Akali bauen, wegen der Shroud. Weiß nicht, wen gibt's denn sonst noch, der Riftmaker bauen kann? Warum nicht Liandry? Weil Liandry sehr ineffizient ist, vom Gold ineffizient. Das gibt dir Ability Haste Stack, das möchtest du nicht haben. Und zusätzlich gibt's dir 600 Mana, die du nicht verwenden kannst, weißt du? Und die, das ist halt, das sind halt alles Sachen, du kannst sie einfach nicht verwenden. Also warum sollst, es ist halt, du wastest von dem 3400 Gold, die du für Liandrys ausgibst, wastest du 1000. Und das ist halt nicht, was du sehen möchtest. Einfach 1000 Geld einfach so in die Tonne werfen, weißt du? Riftmaker über Night Harvester auf Akali, du kannst auf Akali beides spielen, meines Wissens. Das beides spielen auf der. Okay. Der ist noch sehr squishy. Also wenn wir eine Chance haben, dann jetzt, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. War ein langer Hook. Ich hab leider so einen erst nicht durchgekriegt, ne? War CC. Und dann sofort tot, so natürlich. Schöner Hook eigentlich. Krass, dass er das überlebt hat. Mm-mm. Schade, dass wir den da nicht kriegen. Das ist echt sehr, sehr schade. In 15 Sekunden wäre links ab. Das ist halt, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir halt jetzt gewinnen, weil jetzt gerade der Corki noch tötbar ist, ne? Das ist halt so das große Problem. Jetzt gerade könnte man den noch umbringen.
Aber sobald der halt Shield Bow hat, und ich glaube, der hat den jetzt, wird's so schwer, den zu killen. Wurde Rumble nicht immer auf Bruiser gespielt? Nicht mehr seit dieser Season. AP-Bruiser-Items sind einfach schlecht, weißt du? Du hast auch keine AP-Bruiser-Items, die dir ermöglichen. Also, und natürlich ist es auch einfach viel mehr Schaden im Game, was dafür sorgt, dass du auch nicht für Bruiser gehen kannst, weißt du? Das ist halt einfach... Die haben das halt ein bisschen kaputt gemacht, so diesen ganzen Playstyle. Rylai's ist terrible, Demonic Embrace ist eins der schlechtesten Items in-game aktuell. Das ist... Es gibt, glaube ich, kaum ein schlechteres Item als Demonic Embrace. Von allem, was es anbietet. So. Das einzige wirklich gute Item aus dem Bereich ist halt Sonja. Sonja ist sehr stark. Immer eine Nash, ne? Abgegeben hat. Ja, das Game sieht auch schon wieder düster aus, Leute. Ich glaube, der Winstreak muss noch ein Game warten hier. Riftmaker? Riftmaker ist auch nicht gut. Es gibt bloß manche Champions, die einfach keine besseren Alternativen haben. Also Riftmaker kannst du halt bauen auf Akali und Mordekaiser kannst du den bauen. Weil die es schaffen können zu überleben oder Tools haben, um zu überleben. Akali mit ihrem Shroud und Mordekaiser mit seiner Ult. Die wollen Extended Fights haben. In manchen Matchups. Und Gwen, Gwen ist auch gut, ja. Gwen ist auch gut damit. Auf jeden Fall, ja. Guter Call. Oh, eine feine Rüstung, ja. Fällt man aber einfach raus. Ja. Oh mein Gott, please. Oh. Krass. Da muss der Corki sterben, ne? Das war die beste Chance, die wir haben. Jetzt setzen wir darüber. Schöner Hook. Hätte, glaube ich, einfach auf den drauf flashen sollen. Ich hatte keine Cooldowns zu dem Zeitpunkt. Die habe ich leider davor rausgeworfen. Vielleicht greetet der Corki und nimmt hier irgendwie mit. Oh. Hat's keiner. Wie denn? Aber wenigstens haben wir die 1000 Gold für den Corki bekommen. That's something, right? Lass uns auch Rabadons ready. Wenn Corki eh hat, ist over. Also ich meine, das ist jetzt schon over, oder? Die Outskillen uns doch... Die haben Kaiser, Corki, Shaco mit Ohren. Ich sehe nicht, wie wir das noch gewinnen wollen. Aber wir werden es probieren. Wir werden es probieren, Leute. Oh? Hat sie noch einmal Nadel? Sie hat noch einmal Nadel. Was? Ja, vorbei, glaube ich, das Game. Ich befürchte, das ist einfach vorbei. Wir müssen jetzt hier oben für ein Play gehen auf die zwei. Wenn wir noch eine Chance haben wollen. Sehr stark, aber es wird das nichts ändern. Aber gute Lehrstunden heute. Heute nehmen wir gute Lehrstunden. Wir kriegen ordentlich eingeschenkt. Das Game war jetzt okay. Ne? Ich meine, ich habe solide gespielt. Ich habe einen dicken Fehler auf der Lane gemacht. Mein Gott, ne? Die ganze Map ist gebrannt. Und wir verlieren's. Aber das ist nicht so schlimm. Das war eine gute Lehrstunde wenigstens. Und wir konnten ein bisschen konfidenter sein hier. Dann noch einmal nein. Vielleicht kriegen wir irgendwie... Ich habe jetzt halt gerade zwei Items bekommen, ne?
Vielleicht, wenn ich irgendwie. Ja, das ist ein Package. Ja, wir brauchen halt die Ultima unseres Lebens, brauchen wir, wenn wir das gewinnen wollen. Meine Ult, sie alle zu knechten. Level 16 Corki. 3,5 Items. Ja, ich stehe schon mal in der flankierenden Position. Let's do it. Was für den Corki hin? Leider nicht. Wir müssen dafür den Corki gehen, ne? Die Kaiser ist nicht so. Also erstens kann ich die Kaiser da nicht killen, weil die zu viel Mobility hat, ne? Und zweitens, der Corki muss weg, ne? Obwohl, actually hätte ich für die vielleicht probieren sollen zu gehen für die Kaiser, weil die war auch 10-2. Vielleicht wenn ich alles auf sie draufjoinke und sie stehen bleibt und ihre Tastatur verliert, vielleicht kill ich sie da. Ja, klasse! So viel zu diesem Game. Alter. Ja, das läuft ja wie geschmiert. Also, heute seht ihr hier, ich habe mir ja überlegt, ich mache heute einfach mal so einen kleinen Kurs. Wie macht man es nicht? Ja. Was solltet ihr persönlich da draußen vermeiden, damit ihr nicht droppt in der Elo? Na, das ist mein Anreiz, das ist mein Versuch, das ist meine Hoffnung, na, dass ihr hier einiges mitnehmen könnt, damit ihr persönlich nicht in dieselben Fallen tretet. Okay. Und das kostet mich ein bisschen LP, aber das ist völlig okay. Na? Schaffst du es in solchen Spielen nicht komplett zu tilten? Wir hatten auch sehr viel Glück die letzte Zeit, weißt du? Das ist jetzt der erste Tag, wo es richtig rau ist seit 2 Wochen oder so. Wir haben davor jeden Tag Glück gehabt, gute Games gehabt, gute Teammates gehabt. Und ich meine, es passiert. Ne? Es passiert. Manchmal werdet ihr Games gewinnen, manchmal werdet ihr Games verlieren. Da müsst ihr einfach drüber stehen, weißt du? Da müsst ihr einfach drüber stehen. Das ist okay. Ich habe jetzt einen ziemlich krassen Losing-Streak hier, ne? Wir haben 5 in Folge verloren. Wir haben auch verdient verloren. Ich hätte in allen Games besser spielen können. Gewinnen hätten wir realistisch von den Games ein einziges gekonnt, ne? Das andere, also, das waren alles extrem einseitige Spiele, wo kaum Counterplay zugelassen war. Aber wir hätten das Spiel hätten wir gewinnen können und alle 5 Spiele wären besser zu spielen gewesen. Dementsprechend hilft jetzt nichts. Mund abwischen, weitermachen ist, ja? Es hilft ja nicht. Und es kommen dann auch wieder bessere Zeiten.